Rotes Licht, grünes Licht. Ich empfange keinen weiteren Funkverkehr. Du bist sicher, Woods. Verstanden, Park. Bleib dran. Halte Mason und Adler bereit. Gehen wir. Wir müssen uns beeilen. Das ist kein Problem. Beeilen wir uns. Geht rein, seht euch um und kommt wieder raus. Scheiße, Park. Ich wollte noch bleiben, mir den Gulag ansehen. Macht das, nachdem wir wissen, was Perseus vorhat. Was für ein Monstrum. Die Russen könnten sonst was darin versteckt haben. Mach ein Foto fürs Kommando. Zeit, uns die Hände schmutzig zu machen. Ich sehe oben und unten nach. Wähle dein Ziel. Oben und... Jetzt wird's schmutzig. Und warten. Weiß ich nicht, ob's schmutzig wird. Pack die Kamera weg. Warum denn? Verdammt! Geh du vor, den Hang runter. Ich gebe Deckung. Mach Bilder von allem, was wichtig aussieht. Karten, Baupläne, was immer du findest. Naja, sicher. Such nach allem, was nützlich sein könnte. Haben wir ein Foto jetzt gemacht oder nicht? Ah, jetzt. Rein in die Basis. Ah, beruhig dich. So. Auf den Hobel. Hab dich im Auge. Scheiße, eine Patrouille nähert sich mir. Pearl, find einen Weg hinein. Ich gehe außen rum. Scheiße, was ist denn hier los, ey? Die Russen sind im Moment ruhig, aber ich habe immer noch nichts von Woods gehört. Bleib am Ball und geh rein. Naja, da kommt Panzer oder so. Bleib am Ball und geh rein. Guter Witz. Noch ein Panzer.
Das sollte funktionieren. Jetzt schneller Oh, nee. Habe ich mich erschrocken. Verdammte Axt. Gern geschehen. Du hast was verloren. Ja, danke schön. Park, Berl hat einen Weg hineingefunden. Wir haben nicht viel Zeit. Dann beeilt euch. Keine Einwände. Hab ich mich aber gerade auch erschrocken, oder? Reißt er die Scheißtür auf, da? In dem Helm. Machen, da unten. Ich gehe runter und greife auf dein Zeichen an. Alles klar, bin bereit. Gesichert, rücke vor. Hab ich ja alles gesichert hier. Bis der mal einen Schuss macht, so, da sind ja schon alle dead. Halte dich bereit. Da könnten 1000 Russen hinter der Tür sein. Gib mir Deckung. Sind nur Puppen. Kein beschissenes Wort, Bell. Nur Püppchen. Was zur Hölle ist das hier? Das ist ein Spätzners-Trainingsparcours. Sieht aus wie ein beliebiges Kaff in den USA. Ah, scheiße, sie fangen an. Fuck, weg hier! Sie wollen eine Übung mit scharfer Munition? Können sie haben. Wo denn? Aua. Zehn halt nicht. Hä? Werfe eine Granate. Dann schmeiß ich auch mal eine. Du blöde Fixer, wo bist du? Jetzt reicht's mir aber gleich. Da oben, Alter. Wir werden flankiert. Aua. Wo sind jetzt die anderen Kommunistenschweine hin? Was war's oder was? Hä? Gebt mir Deckung! Wie gebt mir Deckung? Ich hab's schon alle getötet. Bam. Ich dachte, das wären mehr. Ach, hätte ich mal lieber nicht gefragt. Kontakt auf den Dächern! Gott, Alter. Aber
Was? Sie haben Barbie? Diese gottverdammten Kommunistenschweine! Ich könnte einen Drink gebrauchen. Oh, oh. Erstmal schießt du zurück, Kollege. Soll ich hier die Zielübungen machen? Oh. Wir werden sein Befehl erleben. Weiter. Dann töte ihn doch, wenn wir flankiert werden. Verdammte Axt. Der Aufzug da bringt uns zum Kontrollturm. Au. Oh. Hallo, ich sehe nichts. Der Kerl sieht nach Ärger aus. Er verletzt nicht nachlassen. Achtung, Verstärkung. Ja, am Aufzug. Kontrolliere. Hier geht's nur rauf. Komm, Rainer. Und auf ich geht's. Ohne LFU-Verkehr. Wie ist die Lage? Wir sind hier in eine Schießübung geraten. Hier wimmelt es von Russen. Wir suchen auch nach Infos. Scheiße. Mason und Adler halten sich bereit für die Evakuierung. Sie klang wütend. Klang sie wütend? Hm. Minimal vielleicht. Wir Deckung! Sieht wie die Kommandozentrale aus. Jack. Weiter. Mal sehen, was die Russen hier wirklich vorhaben. Bell, ran ans Terminal. Seh dich um. Dann gib mir mal Deckung. Ich seh mich mal um. Willkommen im sowjetischen Kriegsanalysearchiv. KGB-Tagesberichte. Zugriffsbeschränkung. Langweilig. Was gibt es noch? Operation Greenlight. Zugriffsbeschränkung. Was ist Operation Greenlight? Kannst du das hacken? War klar, dass es ein Passwort gibt. Sieh dich um. Die Russen sind nicht so schlau. Vielleicht liegt da was auf dem Schreibtisch rum. Zugriffsbeschränkung. Ich dachte, ja, du wärst ein Hightech-Wunderkind. Klasse. Easy. Es ist bestätigt. Die aus Berlin geschmuggelte Atombombe gehört zu... Ich muss sicher sein, dass sie voll dahinter stehen hat. Die Taktik steht... So. Ich nehme einen Ausdruck mit. Das ergibt keinen Sinn. Perseus hat ein CIA-Atomprogramm namens Operation Greenlight infiltriert. Geleitet von Hudson. Die gestohlene Bombe ist amerikanisch und Hudson wusste es. Oh shit. Wir müssen hier weg. Es einfach nicht. Hack, kommen! Hack! Hudson hat gelogen! Er hat uns belogen, verdammt! Wovon sprichst du da? Ich spreche von Greenlight. Das ist es, worauf es Perseus abgesehen hat. Und die ganze Sache stinkt nach Hudson. Woods, die Verbindung bricht ab. Kommt einfach da raus! Scheiße! Dieser MP wird uns zerfetzen!
Das ist richtig. Jeder für sich. Oh shit. Da vorne. Sie wollen uns den Weg abschneiden. Granate! Ihr müsst nun kritisch. Wo denn? Weiter geht's. Ist da unten da oben. Die blöde Sau. Bin unterwegs. Bin unterwegs. Mach auf den Hobel. Fick du doch deinen Arsch! Aua! Aua! Augi! Du blöde Sau, jetzt reicht's mir aber! Drück drauf, Ernie! Drück drauf! Aua! Was nennt man Standsanierung, ihr Wichser? Dreckskerl! Schieß weiter, ich suche einen Ausgang! Könnt ihr hier nicht mal ein paar verdammte Straßenschilder aufstellen? Da, ich sehe den Ausgang! Drück drauf, Ernie, drück drauf! Oh yeah! Woods, hörst du mich? Wie ist die Lage? Trommler alle zusammen, Park! Das ganze Team! Hudson hat jede Menge zu erklären! Jede Menge zu erklären, so ein Lump! Ja, Sir, ich bin dran. Jetzt knallt's! Bam! Du wusstest, dass die Atombombe von Greenlight war! Was verschweigst du noch? Ich prügel die Wahrheit aus dir raus. Das würde ich mir überlegen, Woods. Alle mal ganz ruhig. Dieser Schwanzvergleich hilft uns nicht, Perseus zu finden.
Warum hast du nicht gesagt, dass es eine US-Bombe ist? Wir sollten seine Fehler ausbaden. Der Wichser hat uns die ganze Zeit belogen. Nein, keine Lügen. Das sind selektive Fakten. Das kannst du am besten, stimmt's, Hudson? Leute manipulieren. Deine Version der Wahrheit auftischen. Es gibt keine Wahrheit. Nur die Wahl, wem man glaubt. Butler weiß, was ich damit meine. Oder nicht, Russ? Operation Greenlight. Was ist das? Erzähl uns alles. 1958 war das Wettrüsten in vollem Gange. Eisenhower glaubte, bei einer roten Invasion Europas könnten wir nicht schnell genug reagieren. Er autorisierte Operation Greenlight, ein Geheimprogramm zur Platzierung von Atombomben in jeder großen europäischen Stadt. Die ultimative Gegenmaßnahme zur Sowjetinvasion. 1974 wurden die Bomben zu Neutronenbomben aufgerüstet, die Personen ausschalten könnten, ohne Schäden an Infrastruktur anzurichten. Tausende Tote im Handumdrehen. Und du faselst von verdammter Infrastruktur. So schön zivilisiert. Wir töten Menschen, aber bewahren Gebäude. Es geht um die Bewahrung unserer Art zu leben. Seit wann wusstest du von der fehlenden Bombe? Eine der Greenlight-Bomben ging vor 8 Wochen offline. Wir hatten Perseus im Verdacht, konnten es aber nicht bestätigen. Na super. Bis zu euren Fotos, denen aus Ost-Berlin. Also, das Problem ist eine amerikanische Atombombe. Und sobald Perseus sie zündet, sind die Vereinigten Staaten weltweit der oberste Schurke. Wir hätten kein Problem, hättest du Perseus damals ausgeschaltet in Vietnam. Vorsicht, Hudson. Nächstes Mal überlasse ich dich Woods. Oh oh. Wir müssen wissen, was Perseus mit der Atombombe vorhat. Park, steht sonst noch was in dem Ausdruck, den Bell und Woods aus der Basis geholt haben? Es wird eine Ausgrabung im Uralgebirge erwähnt, auf dem Yamantau. Unser Kontakt beim KGB bestätigt eine aktive Operation. Yamantau, dachte Hudson und Weaver hätten die Einrichtung vor Jahren begraben. Haben wir. Perseus will den alten Hauptrechner bergen. Dragovic und Steiner müssen was ziemlich Heißes hinterlassen haben. Steiner. Schick Woods und mich. Dir fehlt der Abstand, Mason. Wir können uns keine Patzer erlauben. Bullshit. Du weißt, dass es keinen besseren Job gibt. Ist meine Entscheidung. Ich will Mason und Woods da dran haben. Findet diesen Hauptrechner vor Perseus. Ich kontaktiere unseren Mann beim KGB, Belikov. Er wird uns logistisch unterstützen. Wer weiß, Belikov will den Heli vielleicht sogar selbst fliegen. Was immer Perseus auf dem Yamantau will, ich will es noch mehr. Den her Rap-Ting, det er mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.